So reaktivierst du die uralte Kraft in dir, mit der du die Realität förmlich verbiegen kannst und so alles erschaffen kannst, was du möchtest. Wir sprechen in diesem Video über die Macht deiner Zirbeldrüse. Ein Thema, was so häufig von euch gewünscht wurde, was schon uralt ist, von den uralten Völkern genutzt wurde, um magische Dinge möglich zu machen. Und jeder Einzelne, der dieses Video gerade schaut, hat diese Macht ebenfalls in sich. Ich werde mit dir darüber sprechen, was ist die Zirbeldrüse, wie funktioniert die Zirbeldrüse und vor allem, wie aktivierst du diese Macht in dir, wie aktivierst du das dritte Auge in dir, um eine ganz neue Dimension zu nutzen, um das Leben zu erschaffen, was du dir immer gewünscht hast. Wenn wir zurückschauen in der Geschichte der Menschheit, in der Geschichte unserer Kulturen, dann sehen wir in allen großen, weit entwickelten Kulturen immer wieder in verschiedenen Formen die Zirbeldrüse. Die Zirbeldrüse wurde für die Ägypter als das Auge des Horus bezeichnet. Für die türkische Kultur ist es das Nasal oder für die indische Kultur, die Yogis, das Ajna-Chakra, das dritte Auge. Alle weit entwickelten Kulturen haben Aufzeichnungen davon, dass es diese Zirbeldrüse gibt und vor allem, dass es nicht nur ein Organ in deinem Gehirn ist, sondern dass es die Brücke ist zwischen der energetischen Welt der unendlichen Möglichkeiten, der Welt, in der du alles kreieren kannst und unserer physischen Welt, in der wir mit unserem Körper leben. Und heute möchte ich mit dir in dieses machtvolle Thema einsteigen, ein Video, was so sehr gewünscht wurde von euch, mit dem ich mich intensiv beschäftigt habe, um dir zu zeigen, wie du das wirklich aktivieren kannst. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Raphael Bettencourt. Ich bin hier, um eine Vision zu erfüllen. Meine Vision ist es, in den nächsten Jahren 13 Millionen Menschen dabei zu helfen, in den Einklang mit ihrer unendlichen, machtvollen Seele zu kommen, um dadurch, durch Soul Manifestation, das Traumleben, Traumbusiness, die Traumrealität zu manifestieren, die ihnen wirklich entspricht, die alle Vorstellungen übertrifft. Dafür bin ich hier und die Zirbeldrüse ist ein großes, wichtiges Thema auf diesem Weg und deswegen sprechen wir heute genau darüber. Die Zirbeldrüse ist ein Organ in deinem Gehirn. Es befindet sich quasi ungefähr in der Mitte, zwei Drittel nach hinten, hier und in der Mitte deines Kopfes. Wenn wir uns in der Wissenschaft umschauen, dann wird gesagt, die Zirbeldrüse ist ein Organ, was eigentlich nur dafür da ist, Hormone auszuschütten, in dem Fall das Hormon Melatonin. Melatonin ist das Hormon, was dich einschlafen lässt, was dich in Traumzustände bringt, was dafür sorgt, dass dein Körper runterfährt. Und die Zirbeldrüse ist dazu da, sie reagiert auf bestimmte Lichteinflüsse, die durch deine Augen in dein Gehirn geleitet werden und dann wird in der passenden Zeit Melatonin ausgeschüttet. Das ist das, was die Wissenschaft bisher bezeichnet hat für die Zirbeldrüse. Doch die Zirbeldrüse ist so viel mehr als das. Wir haben Aufzeichnungen von uralten Völkern, die bereits die Zirbeldrüse in ihren Zeichnungen dargestellt haben. Denn die Zirbeldrüse sieht aus wie ein Tannenzapfen. Wenn wir sie unter ein Mikroskop setzen würden, sieht sie genauso aus wie ein Tannenzapfen. Und das Faszinierende ist, wenn wir uns umschauen, bei den alten Ägyptern findest du überall Zeichen von Tannenzapfen, die oben an den Köpfen befestigt sind oder die im spirituellen Kontext gezeigt werden. Wir sehen es bei der griechischen Kultur, bei der indischen Kultur, bei den Mayas, bei all den großen Kulturen auf der ganzen Welt, die zu dem Zeitpunkt nichtmals im Kontakt miteinander waren. Da gab es nämlich kein Internet, da gab es kein Telefon. All diese Kulturen haben Zeichnungen von diesem Tannenzapfen-ähnlichen Objekt. Und das ist die Verbindung zur Zirbeldrüse. Und so haben sich die Leute gefragt, was hat es damit auf sich? Warum sprechen all diese Kulturen darüber und die Zeichnungen sind häufig verbunden mit mystischen Begebenheiten, mit übernatürlichen Wesen, mit übernatürlichen Dingen? Und in der indischen Kultur wird gesagt, die Zirbeldrüse ist der Sitz deiner Seele. Und hier wird es nun spannend. Der Sitz deiner Seele. Nun versucht die Wissenschaft Schritt für Schritt immer mehr zu erklären, was ist das wirklich für ein Organ, was wir dort haben. Denn es gibt eine Regel in der Natur. Die Natur erschafft nichts, was sie nicht braucht. Alles, was sie nicht braucht, wird vom Körper abgestoßen oder wird irgendwann aufgelöst. Das heißt, die Zirbeldrüse ist einmal für die Melatoninausschüttung da. Doch die Wissenschaft hat häufig gesagt, okay,
aber da sind noch viele andere Rezeptoren und Dinge enthalten, die wir nicht verstehen, und hat dann gesagt, die sind unnötig, die braucht der Körper nicht. Doch das Gesetz der Natur besagt, es wird nichts erschaffen, was nicht gebraucht wird. Das ergibt keinen Sinn für die Natur. Und so gibt es Leute wie ein Dr. Joe Dispenza, die beginnen ganz tief die Wissenschaft dahinter zu verstehen, was passiert wirklich in der Zirbeldrüse. Die versuchen, diese uralten Weisheiten und Texte, die über die Macht der Zirbeldrüse sprechen, in die Wissenschaft zu übertragen. Und da hat er was Spannendes entdeckt. Ganz tief in der Zirbeldrüse drin gibt es winzige Kristalle. Und diese Kristalle sind erstmal starr. Für viele Menschen von uns ist die Zirbeldrüse sogar verkalkt. Zum Beispiel Einflüsse von außen, wie durch Fluorid in Zahnpasta oder Wasser. Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass diese Einflüsse dafür sorgen, dass die Zirbeldrüse wie eine Art Kalkschicht bildet und diese Kristalle fest gemacht werden. Also sie können sich nicht mehr bewegen. Wenn wir mit der Zeit immer mehr uns reinigen und immer mehr arbeiten an diesen Themen und immer mehr meditieren, dann löst sich diese Schicht auf. Jetzt kommt was Spannendes. Das sind die Lehren von Dr. Joe Dispenza. Für alle, die wirklich die ganz tiefe wissenschaftliche Erklärung wollen, euch empfehle ich die Bücher von einem Dr. Joe. Ich bin kein Wissenschaftler, ich gebe das jetzt gerade hier weiter. Er hat herausgefunden, dass es ganz viele kleine Kristalle gibt in dieser Zirbeldrüse. Und bei der richtigen Stimulation und wenn wir durch die richtige Art von Meditation, Atemtechnik und Co. arbeiten, können wir diese Kristalle in Bewegung versetzen, in Schwingung versetzen. Sie fangen an, aneinander zu reiben und beginnen zu vibrieren, zu schwingen. Und jetzt kommt das Spannende. Alles ist Frequenz, alles ist Schwingung. Die gesamte Realität besteht aus Schwingung. Die Quantenphysik hat uns gezeigt, Materie existiert eigentlich nicht. Materie ist nur Energie, Schwingung, die in einer festeren Form sich zeigt. Zum Beispiel WLAN-Strahlung. Ja, jetzt gerade gibt es hier ein WLAN, mit dem ich das Internet benutze. Das sehe ich nicht, aber es ist eine Schwingung, die durch die Luft hindurchfließt. Ergibt Sinn, oder? Und genauso gibt es andere Schwingungen, höhere Schwingungen, die über deinen Verstand hinausgehen. Wie zum Beispiel die Schwingung, die Frequenz deiner Seele, die Frequenz von höheren Zuständen. Jeder, der schon mal meditiert hat, hat schon mal erlebt, oder der schon mal intensiver meditiert hat, hat bestimmt schon mal erlebt, wie du in Zustände kommst, wo du denkst, wow, das ist weit über dem, was ich kenne, die vielleicht seltsame Gefühle in ihrem Körper gespürt haben, außergewöhnliche Gefühle von Liebe, von Fülle, von Magie gefühlt haben. Das sind Frequenzen, das sind Schwingungen. So, jetzt wird deine Zirbeldrüse in Vibration versetzt. Und dadurch wirkt sie wie ein Funkturm. Ein Funkturm nimmt die Vibrationen, die Schwingungen, die Frequenzen wie ein Radioturm, nimmt diese auf und übersetzt sie. Ja, eine Radiostation ist nur ein kleiner Funkturm, der die Wellen von außen wahrnimmt, sie übersetzt in Sprache und dann kommt aus deinem Radio Musik. Genau das ist deine Zirbeldrüse. Und deine Zirbeldrüse ist die Verbindung zu der energetischen Welt, der spirituellen Welt, der Welt der Quantenphysik, der unendlichen Möglichkeiten, was das Quantenfeld genannt wird, und deinem Körper. Es ist die Brücke zwischen deinem Körper und deiner Seele. Und wenn wir das aktivieren, wenn dein drittes Auge aktiviert ist, dann wirst du spüren, dass plötzlich neue Gefühle durch dich durchkommen. Ein neues Gefühl von Kraft, Macht, Möglichkeiten, weil du dich wieder verbindest mit dem, was du wirklich bist. Du erinnerst dich zurück daran, dass du nicht dieser Körper bist, dass du nicht dein Verstand bist, nicht deine Gedanken, sondern ein unendliches Wesen, eine Seele, die unsterblich ist und die die Macht besitzt, alles zu verändern, alles zu beeinflussen, Berge zu versetzen. Das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe. Wenn wir uns wieder verbinden mit unserem höheren Selbst, unserer Seele, wie auch immer du es nennen möchtest, wenn wir uns wieder verbinden mit diesem uralten, weisen, kraftvollen Teil in uns, erinnern wir uns, was wir wirklich sind und erinnern wir uns, wozu wir wirklich fähig sind. Viele von uns erleben in diesem Leben das Gefühl von Machtlosigkeit. Ah, ich kann ja nichts verändern, ich habe ja keinen Einfluss. Doch deine Seele, sie hat die Macht, die Realität zu verbiegen, die Realität in die Richtung zu lenken, die sie haben möchte, aus dem Quantenfeld Dinge zu manifestieren. Das ist das, was ich Soul Manifestation nenne. Die Manifestation im Einklang mit dieser Macht deiner Seele, denn damit kannst du alles erschaffen. Alles, was deine Vorstellung übertreffen wird.
Ich werde später zum Ende des Videos nochmal mit dir teilen, wie du Soul Manifestation meistern kannst. Denn ich kann in diesem Video dir nur einen Überblick geben über die Zirbeldrüse, wie sie funktioniert. Ich werde dir auch Schritte mitgeben. Doch wenn du es wirklich erfahren und lernen möchtest, denn das passiert nicht im Verstand, es passiert im Gefühl, das ist eine Erfahrung, dann bleib bis zum Ende des Videos dran. Dort habe ich eine großartige, kostenlose Möglichkeit, wie du das Ganze meistern kannst, um diese Macht der Zirbeldrüse zu nutzen, um das atemberaubende Leben zu manifestieren, das dir wirklich vorbestimmt ist. Das ist, wie die Zirbeldrüse funktioniert. Es ist die Anbindung zu einer höheren Welt. Und vielleicht sitzt du jetzt da und du hast das noch nie gefühlt. Und vielleicht kommt dein Verstand und ist skeptisch und sagt, weiß ich nicht, ob das so stimmt. Und deswegen ist es so wichtig, es zu erfahren. Denn diese Erfahrungen, jeder, der es schon mal erlebt hat, der weiß, dass diese Erfahrungen nicht beschreibbar sind. Das Spannende, ebenfalls ein Punkt. Vielleicht hast du schon mal von Pflanzenmedizin gehört, Plant Medicine, wie Magic Mushrooms, Ayahuasca, Huachuma, San Pedro und. Es gibt verschiedene Pflanzenmedizinen, die wir zu uns nehmen können, um den Verstand abzuschalten. Und bei vielen von diesen Medizinen, wie zum Beispiel bei Ayahuasca, wird ein Molekül ausgeschüttet in unserem Körper, das sich DMT nennt. DMT wird auch das Gott-Molekül genannt. Denn DMT ist eine Substanz, die diese Zirbeldrüse aktiviert, die dafür sorgt, dass du dich plötzlich verbindest mit anderen Welten, anderen Schwingungen, anderen Dimensionen und einer anderen Macht in dir. Und vielleicht hast du es selber schon erlebt, vielleicht hast du die Geschichten gehört von Menschen, die Medizin wie Ayahuasca genommen haben, die durch Welten geflogen sind, die ganz verrückte, magische, übernatürliche Dinge erlebt haben, die vielleicht tiefste Zustände von Liebe, von Erfüllung, von Fülle erlebt haben, die rauskamen und ein ganz anderer Mensch waren. Das ist, was die Folge durch DMT ist, dass DMT, das ausgeschüttet wird, denn das sorgt dafür, dass du in die richtige Frequenz kommst. Und du musst keine Pflanzenmedizin nehmen, um diese Zustände zu kreieren. Denn wir können es bewusst beeinflussen. Das ist, was die Zirbeldrüse tut. Das ist, wofür die Zirbeldrüse nutzbar ist. Noch, es wurde uns nicht beigebracht. Niemand hat uns gesagt, wie das geht. Wieso? Das weiß ich nicht. Es gibt viele verschiedene Theorien, die uns beschreiben, warum. Aber wenn du und ich diese Macht wiedererlangen, dann gibt es keine Grenzen mehr. Dann wirst du dich daran erinnern, wer du wirklich bist, wofür du hier bist, was möglich ist, was für ein Potenzial du besitzt. Du wirst wieder verbunden sein zu der tiefsten Erfüllung in dir, der Freude in dir, der Dankbarkeit in dir, dieses Leben leben zu dürfen. Und sehr viele deiner Probleme werden ganz klein, denn du bist so viel größer als deine Probleme. Das ist die Macht der Zirbeldrüse. Und vielleicht verstehst du auch jetzt, warum so viele uralte Kulturen sich so intensiv damit beschäftigt haben. Sie wollten dieses höhere Wissen erfahren. Wir können bis heute nicht erklären, warum das ägyptische Volk solch eine Technologie schon besaß, um diese Pyramiden zu bauen. Und es gibt viele Theorien, die besagen, sie waren verbunden mit dem dritten Auge, mit der Zirbeldrüse und haben dadurch Informationen erhalten, die nicht aus dem Verstand kamen, sondern von einem höheren Punkt, die dafür gesorgt hat, dass diese Technologien möglich waren für sie. Das ist eine Theorie, die für mich sehr viel Sinn ergibt. Nun ist die Frage, wie funktioniert das Ganze? Ich werde dir eine ganz einfache Schritt-für-Schritt-Anleitung geben für eine Art von Meditation, die du selber umsetzen kannst. Und wenn du danach sagst, okay, das hört sich gut an, ich möchte aber jetzt die Erfahrung machen, wie ich im Einklang mit Körper, Geist, Seele und mit meiner Zirbeldrüse manifestieren kann, dann habe ich noch eine andere Möglichkeit, die dir sehr gut helfen wird, komplett kostenlos übrigens, sehr gut helfen wird, das zu erfahren und nicht nur zu erdenken. Wie funktioniert das Ganze jetzt? Schritt Nummer 1 ist, du setzt dich erstmal hin und erschaffst dir einen Raum, wo du entspannt bist, wo du nicht gestört wirst. Einfach einen Raum, wo du meditieren kannst. Denn Meditation ist einer der schnellsten Wege, um dein drittes Auge zu reaktivieren. Das ist Schritt Nummer 1. Schritt Nummer 2 ist, setze dein Gewahrsein auf dein drittes Auge. Das ist hier. Hier ist dein drittes Auge, hier vorne zwischen der Stirn. Und du hast deine Augen geschlossen. Du kannst auch deine Augen nach oben machen, dass du quasi auf deine Nase schaust und nach oben. Das hilft dir, noch mehr den Fokus darauf zu setzen. Und du setzt dein Gewahrsein auf diesen Punkt. Und vielleicht wirst du relativ schnell merken, wie ein Kribbeln entsteht. Denn wir können nur durch unser Gewahrsein schon das dritte Auge aktivieren. Und jetzt machst du 10 Atemzüge, das ist Schritt Nummer 3, 10 Atemzüge von 6 Sekunden ein und aus. Und stellst dir dabei vor, wie eine Kugel entsteht. Eine Kugel um dein drittes Auge. Beim Einatmen wird sie größer, beim Ausatmen wird sie kleiner. 6 Sekunden ein und aus. Und damit nimmst du 10 Atemzüge. Du kannst dir diese Kugel wie eine Energiekugel vorstellen, zum Beispiel ein
leicht weiß schimmerndes Licht, ein goldenes Licht, was auch immer dir hilft, am meisten diesen Punkt zu fokussieren. Und du wirst merken, wie nur durch die Atemzüge bereits etwas passiert. Und Schritt Nummer 4 ist, nach den 10 Atemzügen dann diese Kugel zu fokussieren und sie vibrieren zu lassen. Stell dir vor, es vibriert etwas in deinem Bewusstsein, in deiner Stirn, an diesem Punkt. Und du kannst die Intention setzen, das ist wichtig, die Intention setzen, ich bin bereit, mein drittes Auge zu reinigen und zu öffnen. Ich bin bereit, mein drittes Auge zu reinigen und zu öffnen. Und dann schau, was passiert und halte das für die nächsten 10 Minuten. Du kannst dir einen Wecker stellen, um 10 Minuten lang in dieser Energie zu sein und dich zu verbinden. Lass die Kugel sich bewegen, lass sie größer, kleiner werden. Folg deiner Intuition. Wichtig ist, deinen Fokus hier drauf zu halten und auf der Kugel. Ich stelle es mir dann vor wie eine ganz starke energetische Kugel, die alles wegreinigt, was nicht mehr zu mir gehört, alles, was das dritte Auge verschließen könnte. Und darauf halte ich meinen Fokus. Und Schritt Nummer 5 ist dann, dir jetzt vorzustellen, wie diese Kugel sich verbindet mit deinem Herzen. Denn wir wollen das Herz und das Gehirn in Kohärenz bringen, in eine Schwingung. Und dann beginnst du, das dir vorzustellen. Du kannst auch atmen durch dein Herz hindurch und beginnst dir vorzustellen, wie beides sich verbindet. In einer Energie schwingt, beides verbindet sich in einer Energie. Und schau, was passiert. Lass das Ganze 15 Minuten insgesamt dauern. Die ersten Schritte, die Kugel dir vorzustellen, den Atemzug, die Kugel dir vorzustellen, Herz, Hirn, Kohärenz. Und schau, was passiert. Sei offen, geh ohne Erwartungen rein und sei offen, was geschieht. Dein drittes Auge ist ein Muskel sozusagen. Es ist kein echter physischer Muskel, aber wir können es uns vorstellen wie ein Muskel, was trainiert werden darf. Und du wirst merken, dass plötzlich vielleicht deine Wahrnehmung sich verändert, dass in deinen Körper neue Energie kommt, dass du plötzlich Impulse, intuitive Impulse bekommst, die dir klar sagen, was als nächstes dran ist. Du wirst sehr wahrscheinlich übernatürliche Dinge erleben, wenn du das nutzt. Das sind die Schritte für die Zirbeldrüse. Und ich würde mich super freuen, wenn du mal unten teilst nach der Meditation, was hast du erlebt. Probier es mal jetzt aus, nimm dir 15 Minuten Zeit, teste es direkt und schau, was geschieht. Und teile auch gerne unten in den Kommentaren, wie siehst du das Ganze und was sind deine Erlebnisse mit der Zirbeldrüse. Lass uns hier mal alle Menschen zusammenbringen und das gemeinsam feiern. Und jetzt kommen wir zu der Möglichkeit, denn jetzt habe ich dir gezeigt, wie du die Zirbeldrüse aktivierst. Aber jetzt werden viele sagen, ja Raphael, das ist großartig, aber was kann ich denn damit machen? Und da kommen wir zum Thema Soul Manifestation. Wir können die Macht der Zirbeldrüse nutzen, um uns zu verbinden mit der unendlichen Power unserer Seele, um dann zu manifestieren, um dann zu kreieren. Und dann hast du die Möglichkeit, auf einer Ebene zu manifestieren, die mühelos ist, die erfüllend ist und die dir das gibt, was deine Vorstellung übersteigt, das atemberaubende Leben erschafft, was du dir nicht mal vorstellen kannst. Und das Ganze möchte ich dir zeigen in meiner Soul Manifestation Experience, die am 31. Juli beginnt. 5 Tage werde ich jeden Tag live mit dir gehen, um nicht nur Wissen mit dir zu teilen, sondern vor allem dich das Ganze erfahren zu lassen. Deswegen heißt es Experience. Denn in meinen YouTube-Videos kann ich dir Wissen weitergeben. Ich kann dir kleine Erfahrungen weitergeben. Doch dieses Wissen, was wirklich dahinter steckt, erfordert eine weitere Ebene der Tiefe. Und wenn du dich bereit fühlst, in diese neue Ebene der Tiefe einzusteigen, dann lade ich dich herzlich ein zur Soul Manifestation Experience. Denn dort werden wir in Meditation gehen, die richtig tief gehen, damit du dich verbindest mit dieser uralten, unendlichen Macht deiner Seele und aus diesem Punkt manifestierst. Und zwar mehr, als du dir vorstellen kannst. Wir werden dein Mind blown, 100%. Wenn du dabei sein möchtest, komplett kostenlos, klick auf den Link unter diesem Video. Dort kannst du dich anmelden. Am 31. Juli legen wir los, jeden Tag live um 17.30 Uhr. Und ja, es wird auch Aufzeichnungen geben, falls du live nicht dabei sein kannst. Jeden Tag tief Meditation, Transformation. Du findest auf der Seite auch Stimmen der letzten Teilnehmer, die gesagt haben, wow, das war das transformierendste, intensivste, magischste, was ich jemals erlebt habe. Ich habe Zustände erlebt, die ich gar nicht kannte. Ich habe die verrücktesten Sachen manifestiert. Ganz, ganz, ganz besondere Sachen passieren in dieser Experience. Ich würde mich super freuen, dich dort zu sehen, denn das ist meine Mission, meine Vision, 13 Millionen Menschen genau das an die Hand zu geben. Denn ich weiß, wie sehr es dein Leben verändern wird. Ich würde mich so freuen, dich da zu sehen. Und damit lade ich dich herzlich ein. Klick auf den Link, melde dich an, wenn du es fühlst. Und ich danke dir herzlich, dass du dabei warst bei diesem Video zur Macht der Zirbeldrüse. Ein Video, was so sehr gewünscht wurde von euch. Wenn es dir gefallen hat, lass ein Like da. Kommentiere einmal darunter, was nimmst du mit aus diesem Video. Wenn du jetzt kein Video mehr verpassen willst, klick hier auf mein Gesicht zum Abonnieren. Denk dran, die Glocke zu aktivieren, damit du wirklich kein Video verpasst.
Und hier findest du das perfekte nächste Video, um noch tiefer einzusteigen in diese Welt. Danke, danke, danke und bis bald. Dein Raphael.